select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Markus, Nachholspiel gegen Villingen. Um was geht's für euch heute? Ja, immer noch um den Klassenerhalt. Ja. Wir nehmen uns schon was vor für heute. Ich hoffe, dass wir jetzt dann mal unsere Chancen nutzen, die wir in der letzten Zeit immer liegen gelassen haben. Und dass wir jetzt nochmal unsere Heimstärke dann nochmal zur Geltung bringen können und dann heute einen Dreier reinfahren können, sodass wir es dann ein bisschen ruhiger haben. Ja, wir sind ja mit, ich glaube, 27 Punkten noch nicht gesichert. Noch. Also ist der Abstieg noch ein großes Thema für euch? Ja, rechnerisch ist es ja noch möglich. Und solange es rechnerisch möglich ist, müssen wir damit arbeiten. Aber da bin ich überzeugt davon, die Mannschaft, die ist sich auch darüber bewusst. Wir sehen es im Training und wir werden die nötigen Punkte noch holen. Da bin ich optimistisch. Die letzten beiden Wochen standen aber ganz im Zeichen des Einzugs in den DFB-Pokal und in den Einzug ins Pokalfinale. Ja, erzähl doch mehr darüber, was bei euch los war. Ach, das war jetzt, glaube ich, nahezu eine Woche Party. Also wir haben den Sieg vom KSC gefeiert, der uns ja eigentlich fast die Teilnahme beschert hat. Das war ja rechnerisch ja nur noch eine reine Formalität. Dann haben wir natürlich auch den Zeitpunkt feiern müssen, als es rechnerisch dann am Montagabend auch sicher war. Und jetzt ist es auch gut. Ja. Jetzt freuen wir uns riesig drauf. Jetzt wissen wir auch, dass ein Haufen Arbeit auf uns zukommt. Wir sind alle im Verein sehr stolz und sehr erleichtert, dass wir jetzt 8 Jahre nach der Fusion dann unseren ersten großen Traum von der DFB-Pokal-Teilnahme erfüllen können. Und für Pforzheim ist auch eine tolle Sache. Ich glaube, jetzt nach 19 Jahren mal wieder im DFB-Pokal mitspielen zu dürfen. Kannst du mehr über die Bedeutung des DFB-Pokals für euch erzählen? Ja, ist ja traditionell. Ist ja also in unserer Vorgängerverein, der erste FC Pforzheim, hat ja etliche Male Pokalgeschichte geschrieben. Und es ist natürlich jetzt schön, dass wir als Fusionsverein, als erster CFR Pforzheim jetzt die Pokalgeschichte weiter schreiben dürfen in 2 Wettbewerben. Wir sind ja noch im Finale. Wir können ja noch den Titel holen des badischen Pokalsiegers. Und dann natürlich freuen wir uns riesig im August dann auf die erste Pokalrunde im DFB-Pokal. Wie viele Chancen rechnest du dir aus im Finale gegen den KSC, im Pokalfinale, jetzt im badischen Pokal, Rothaus-Pokal? Ach, im Grunde genommen, wir treten ja eigentlich immer an, um zu gewinnen. Also wir treten ja kein Spiel an, um zu verlieren. Genauso werden wir auch den DFB-Pokal antreten. Ja? Nein, Spaß beiseite. Also ich glaube, die Problematik ist jetzt momentan der Terminkalender vom Deutschen Fußballbund. Da der KSC, wir hoffen ja sehr, dass der KSC die Relegation jetzt spielen kann. Sieht ja sehr gut aus und dass sie dann auch in die zweite Liga aufsteigen. Aber es ist wohl so, dass die dann am 22.05., einen Tag nach dem Pokalfinale, dann auch schon das Relegationsspiel hätten, Rückspiel. Und dann fürchte ich, wird so der Wettbewerb dann so ein bisschen entzerrt, dass sie natürlich dann mit der zweiten Mannschaft oder was wie man auch hört, U19 dann spielen oder mit Ersatzspielern. Das finde ich eigentlich im Wettbewerb schade. Wir werden sehen. Aber letztendlich, gut, das ist... Die Termine werden nicht von uns gesteuert, die macht der Badische Fußballverband, die macht der DFB. Wir wollen den Pokalsieg. Ja, und was für Träume hast du für die erste DFB-Pokalrunde? Ein Wunschgegner? Ja, hab ich ja. Gut, ich meine, die Bayern möchte ja jeder haben. Ja. Also in erster Linie, wir sind ja genügsam, wir freuen uns, dass wir teilnehmen dürfen. Wir nehmen erstmal jeden. Ja. Ich persönlich, ich habe schon gesagt, also wenn wir jetzt Mönchengladbach kriegen würden und unser ehemaliger Jugendspieler Vincenzo Grifo dann hier wieder in seiner Heimspielstätte dann spielen dürfte oder wo immer auch das Heimspiel dann von uns stattfindet, das Pokalspiel, das fände ich eine tolle Sache. Ist es möglich, dass das Pokalspiel dann bereits im neuen Stadion in Brötzingen ausgetragen wird? Nein, das werden wir nicht schaffen. Also wir haben jetzt nach dem Termin oder beziehungsweise nachdem klar war, dass wir im DFB-Pokal spielen dürfen, habe ich die Handwerker zusammengeholt und auch die Bauleiter. Und es ist einfach, der wäre zu gefährlich, auf das Brötzinger Tal zu setzen. Wir haben da noch richtig, richtig Arbeit vor uns und da wären zu viele Unsicherheiten da gewesen. Deswegen haben wir jetzt das Brötzinger Tal als potenziellen Spielort ausgebucht. Markus, ich sehe, das Spiel geht gerade los. Ja. Deswegen machen wir jetzt Schluss. Danke für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Danke dir, Jürgen. Wie immer. Dankeschön. Tschüss. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.